Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und wir haben den Primarchen hier. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf, bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch. Aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben Sie mein Wort darauf. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Und die Lage auf Pelevin? Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meiner Zivilisation. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelevin. Und meine bei der Erde. Das ist schon beeindruckend, das mal so zu hören. So, können wir das Kriegsterminal irgendwie benutzen? Neue Ex-Server, was? Server, was? Forschungsdaten. Daten aus einem Server, was? Forschungslabor enthalten Berichte über die Zusammensetzung und Stärken verschiedener Reaper-Einheiten. Allianzwissenschaftler überprüfen die Informationen, aber sie scheinen echt zu sein. Damit könnten VIs des Allianzmilitärs sie zur Entwicklung von Strategien gegen die Bodentruppen der Reaper heranziehen. Ah, ja. Mhm. Interessant. Wo? Commander, Edie ist offline. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen, auf Deck 3. Na wunderbar. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edie zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Ich versuche gerade, die Systeme neu zu starten. Aber etwas blockiert mich. Was da auch am Werk ist, es hat Edie offline geschaltet. Ja, wahrscheinlich ein Virus oder so. Also hier Deck 3. Wo war das Ding denn? Da ist die Damentoilette. Da müssen wir nicht hin. Das ist ja hinter Medical Lager, ne? Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher sein, reinzugehen. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Ach Gott. Edie, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edie? Ja. Sie sind in Dr. Ivers Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Moment, was genau ist passiert? Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt.
Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Gute Arbeit. Nun, wenn wir dadurch jetzt Zugriff auf die Proteaner-Daten haben, gute Arbeit. Ja, das war auch meine Überlegung. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Machen wir. Ich sag's Ihnen bei Bedarf. Gut. Ich sorge dafür, dass die Fähigkeiten organischer Gruppenmitglieder erreicht oder übertroffen werden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Okay. Ist da gerade Edie vorbeigegangen? Ja, das war sie. Joker wird daran seine helle Freude haben. Ja. Ja, was soll man dazu jetzt sagen, ne? Edie als Mensch oder was auch immer das ist. Wir haben in wenigen Stunden zwei Schlachtschiffe verloren. Ich weiß, Primarch. Ich sehe die Zahlen auch und mir gefallen sie ebenfalls nicht. Wir müssen die Sache umdrehen. Und zwar schnell. Nun, Sie können Shepard vertrauen, Sir. Wenn jemand die Kroganer zur Zusammenarbeit bewegen kann, dann er. Ich verlasse mich darauf. Mich an die Kroganer zu wenden, war entweder die beste oder die schlechteste Idee, die ich jemals hatte. Dazwischen gibt's nichts. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Ich wäre das Risiko ebenfalls eingegangen, Sir. Ich weiß Ihre Zuversicht zu schätzen, Garrus. Obwohl das auch einfach nur bedeuten könnte, dass wir beide Idioten sind. Das wär's. Sie können gehen. Garrus! Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen sie aber nicht nur fürs Ziel. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Ereignisse auf Pelavin beweisen das. Ob es wirklich klug war, alles zurückzulassen? Oh, das kann ich nachfüllen. Auf der Erde war dieser Junge höchstens 6 oder 7. Als die Normandy dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater. Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Wir sind jetzt respektabel. Es wird nicht einfach. Und dieser Respekt wird begleitet von jeder Menge schlafloser Nächte. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Naja, wenn's mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer turianischen Freunde schläft auch nicht besser. Und er würde Sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Klar. Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Pelavin. Mein Vater und meine Schwester. Wie lange haben Sie nichts mehr von ihnen gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. Ihnen geht's sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard? Die Plattitüden altern mit.
Und Sie? Neuigkeiten von der Familie? Meine Mutter ist bei der Allianz. Funkstelle seit dem Angriff auf die Erde. Sie ist bestimmt okay. Ja, jetzt auf jetzt in den Partitüden. Unsere Siegeschance. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg. Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie sie retten. Keine Zweifel? Nach dem, was auf Pelavan passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren. Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach der Kollektorenbasis wusste ich, die Zeit wird knapp. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. War das ein Problem? Er hat für C-Sicherheit gearbeitet. Ein sehr methodischer Mann. Er mochte Leute nicht, die gegen Regeln verstoßen. Und das war meistens ich. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Von Saren bis zur Kollektorenbasis. Er hat wahrscheinlich gelacht. Und dann hat er sie ausgelacht. Gar nicht. Er hat nur zugehört. Mein Vater ist pedantisch, was Regeln und Vorschriften angeht. Aber die Politik hat nie sein Urteilsvermögen vernebelt. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Und die Ergebnisse davon? Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war. Und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir es. Und der Primarch Victus? Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Wird er sein Wort halten? Victus hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie, würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch, suchen wir eben einen neuen Primarchen. Und das könnten Sie werden. Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakarian, verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Pelavan wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hammer umgehen kann. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Ja. So. Panzerbrechende Munition in Regel was. So, genau. Das haben wir. Jetzt können wir. Ins Kitz wieder. Ja, natürlich. Sind Sie in Ordnung, Commander? Es war ziemlich wild hier oben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Ich dachte, Edi macht Ihnen mehr Sorgen. Edi ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen als ein Kaltstart der Hälfte unserer Systeme. Aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Grissom Akademie? Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die die Menschheit zu bieten hat.
Ihr Ascension-Projekt fördert Biotik-Talente. Hätte es das vor 20 Jahren schon gegeben, wären Sie auch dort gewesen. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Nun möchte ich helfen. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte Sie nach Ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom-Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Gute Arbeit. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht. Danke, Commander. So, ja, das ist schon mal ein schöner nächster Auftrag. Jetzt fällt mir noch was ein. Da wollte doch noch irgendjemand Hackett oder so wollte mit mir reden. Er wird sein Volk schon in die richtige Richtung lenken. Er ist ein ehrbarer Mann, dessen Heimatwelt... So, das muss ich wahrscheinlich wieder hier hinten machen. Glaube ich. Ja, genau. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Gut, dass wir zum Mars geflogen sind. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Und die Strategie für den Krieg? Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist aber dann nur eine Schlacht von vielen. Das ist ein Vorteil. Aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Und das wird ausreichen? Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für Sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und Sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Aha. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Und es gibt Risiken. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen. Machten es aber trotzdem. Stimmt. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Das hat der Unbekannte angedeutet. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht. Aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen.
Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt und das wird so bleiben. Genau so ist es. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Und damit will ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.